So. Okay, hier nicht. Aber hier. Die So. Länge reicht gerade so. Ja, ist doch schön. Können wir den vielleicht noch hier mit dem Isolierband fixieren? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber okay. Können wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut. So, dann machen wir das Ding mal auf hier. Wenn ich mich richtig erinnere, sind da noch offene Stromkabel in der Röhre. Das muss ich erst ändern, sonst bringt mir das Fluten überhaupt nichts. Stimmt, das wäre nicht so schlau. So, da. Na, Kabel. Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Dann wollen wir die mal isolieren. Mit dem Isolierband. Die Kabel abisolieren ist eine gute Idee. Sich dabei an der Leiter festzuhalten auch. Beides gleichzeitig ist allerdings schwer umsetzbar. Okay, das macht Sinn. Die Handschuhe. Auf keinen Fall. Bei der miesen Qualität der Handschuhe kann ich sie genauso gut weglassen. Dann nehmen wir halt den Stoff, nicht? Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Schick. Der neueste Trend aus Paris. Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tankraum. Weg mit euch. So, fertig. Dass es immer so einfach hier geht, das ist unglaublich. Gut. So, jetzt machen wir aber hier ein bisschen Wassermarsch. Also gut, fluten wir die Röhre. Besser hätte ich es auch nicht sagen können, Devin. Das dürfte reichen. So, dann wollen wir mal ein Bad nehmen. Danach riechen wir bestimmt auch viel, viel besser. Da hat es gerade etwas gehakt. Platsch. Okay, ich speichere mal ab. Das hört sich irgendwie gefährlich gerade an. Da sind Muttern. Sie halten das Gitter. Dreh, wie Das du noch funktioniert nie. damit nicht. Was? So. Es geht. Weiter. Weiter. Eine noch. Das war's. Das war doch ein Kinderspiel. Gerade noch geschafft. Juhu, okay. Gut, das haben wir doch noch irgendwie hinbekommen. Ich wäre gerade fast ertrunken. Und bei dem fast will ich es auch belassen. Okay. Eine alte Lore, wie man sie früher in Bergwerken benutzt hat. Anscheinend wurde sie konstruiert, um schwere Lasten zu transportieren. Sie sieht zumindest sehr massiv und schwer aus. Aha. Da fehlt eines der Räder.
Vielleicht wurde sie deswegen ausgemustert. Wenn man das so nennen will. Ein Steinhaufen. Die meisten Steine dürften 30, 40 Kilo aufwärts wiegen. Die sehen wirklich schwer aus. Die sehen wirklich schwer aus. Ja, und 40 Kilo kannst du nicht auf einmal so tragen? Okay, dann nicht. Dieser Raum sieht viel weniger nach Bunker aus als der andere. Eine Kombination aus Bunker und Bergwerk. Warum sollten die Erbauer des Bunkers nicht einen abgelegenen Arm eines alten Bergwerks nutzen? Genau. Der Fels bietet zusätzlichen Schutz und es muss weniger erdreich bewegt werden. Da ist eine Erdspalte, ein Riss im Gestein. Vielleicht einen halben Meter hoch. Ich kann nicht viel erkennen, aber der Spalt scheint schräg nach oben zu führen. Aber die Gitterstäbe sind sehr dick und einbetoniert. Da muss schon einiges an Kraft aufgeboten werden, um sie zu verbiegen oder aus dem Stein zu reißen. Ja, ich habe da eine Idee. Ich jetzt aber noch gar nicht umsetzen kann. Fürchte ich. Wie sieht's hier aus? Großartig. Beim Überwinden des ersten Tores bringe ich mich fast um und ein paar Schritte weiter wartet das nächste. Ist natürlich auch logisch, dass man die von innen nicht öffnen kann. Und wie nicht anders zu erwarten, tut sich auch hier nicht das Geringste. Na, ist doch klar. Der öffnet bestimmt die Tür zum Hauptraum. Dann machen auf. Wie unlogisch ist das denn? Im Bunker an sich kann man die Tür nach außen nicht öffnen. Ja, das macht natürlich viel Sinn. Naja. Gut, nochmal Dynamit. Das war die letzte Stange Dynamit. Oh. Das war ja klar. Ja. Was haben wir noch hier? Was haben wir noch am Start? Gehen vielleicht nochmal raus. Ah, Kette. Habe ich gerade ganz übersehen. Eine Eisenkette. Ziemlich massiv und schätzungsweise 5 Meter lang. Nimm mit. So. Die Kette kann er natürlich mitnehmen, die wahrscheinlich genauso schwer ist wie so ein Stein. Das macht Sinn. Ich habe die Kette gerade eben erst gefunden. Ich möchte sie nicht schon wieder hergeben. Oh. Ach, das macht er. Ich lege die Kette nur um 2 der Stangen. Wenn die herausreißen, hätte ich genug Platz, um in den Spalt zu klettern. Jetzt muss ich das andere Ende der Kette noch irgendwo festmachen. Da fragt sich bloß, wo? Wo bloß? Die sehen wirklich schwer aus. Ja, okay, du willst erst die Kette, ich weiß. Die Lore läuft mir schon nicht davon. Kein Grund, sie anzuketten. Ach, denk doch mal ein bisschen nach. Sie sehen wirklich einen Steinhaufen. Die meisten Steine. Wie? Ach so, ich brauche vielleicht erstmal ein anderes Rad, ne? Haben wir hier nochmal irgendwie was? Was wir als Rad missbrauchen können? Hier ist doch eins, nimm doch das hier einfach. Oder wir nehmen einfach das Kompressorrad hier. Schick. Hab's. So, Schwungrad. Es wäre wirklich Zufall, wenn das passen würde. Aber irgendwann brauche ich ja auch mal Glück. Genau. Das könnte wirklich passen. Es ist etwas kleiner als die anderen Räder. Aber zumindest ist es genauso stabil. So. Jetzt festbinden. Die Lore läuft mir schon nicht davon. Ja.
Die sehen wirklich schwer aus.